Frau Präsidentin, Frau Staatssekretär, Kollegen des Bundesrates, sehr geehrte Damen und Herren im Saal und vor den Bildschirmen. Ja, wenn wir jetzt bei Filmaufnahmen wären, dann würde es jetzt Pfusch die 97. heißen. Aber so wie die ÖVP den Bauernstand in den letzten 30 Jahren von 360.000 auf 108.000 reduziert hat, macht sie jetzt munter weiter mit den österreichischen Wirtschaftstreibenden. Sie sind auch drauf und dran, nach 30 Jahren Alleinherrschaft des Wirtschaftsministeriums, unserer Industrie, unserer Unternehmen, unsere gesamte österreichische Wirtschaft komplett gegen die Wand zu fahren. Ihre Politik ist ein toxischer Mix für alle Unternehmen in unserem Land. Sie treiben die Inflation durch ihre Maßnahmen massiv an. Seit 70 Jahren, möchte ich in Erinnerung rufen, gab es erstmals eine zweistellige Inflationsrate von 10,5%. Sie schauen den extremen Preissteigerungen einfach zu, ohne in den Markt einzugreifen, und belasten unsere österreichischen Unternehmen mit zusätzlichen Maßnahmen, in Erinnerung zu rufen, die zum Beispiel die CO2-Steuer. Die massiven Übergewinne der Energiekonzerne, diese sie mit ihrer Politik ermöglichen, befeuern ebenfalls die Inflation, laut den Studien 40%. Die steigenden Energiekosten lassen in der Wirtschaft die Alarmglocken schrillen. 43% der befragten Entscheidungsträger in österreichischen Unternehmen betrachten die hohen Energiekosten als größtes Risiko für das betriebliche Überleben. Gleich nach den Energiepreisen folgen auf der Sorgeliste der österreichischen Firmen die steigenden Geschäftskosten. So gehen 39% der Unternehmen an, dass die gestiegenen Kosten für ihre Unternehmen ein existenzielles Problem darstellen. Zudem erklären 9% der Firmen in Österreich in schwierigen Zeiten gegenüber Bedrohungen kaum widerstandsfähig oder gar nicht widerstandsfähig zu sein. Viele österreichische Unternehmen erreichen aufgrund hoher Energiepreise und der gestiegenen Geschäftskosten ihre Belastungsgrenze. Und auch der Fachkräftemangel spielt eine nicht so vernachlässigte Rolle. Das belegt jetzt auch eine neue aktuelle Umfrage des Energieinstituts der Wirtschaft in Auftrag der Wirtschaftskammer. Befragt wurden dafür knapp 1.000 Betriebe quer durch die Branchen. Demnach sehen 83% den Anstieg der Energiekosten als problematisch oder sogar sehr problematisch. Für die Versorgung mit Strom geben 72% die Kostensteigerung an. Bei 22% kam es sogar bis zur Verdopplung oder einen noch größeren Anstieg. Die Energieversorgung verteuert die Herstellungskosten zusätzlich zu stark gestiegenen Rohstoffpreisen. Die massiven Kostensteigerungen belasten die internationale Wettbewerbsfähigkeit der Industrie, aber auch die Konkurrenzfähigkeit der Betriebe in den anderen Sparten stark. Diese gilt insbesondere für energieintensive Branchen, Chemie, Stahlerzeugung. Wichtigster Treiber der Strompreisrallye ist die Preisexplosion bei Erdgas und der rasante Anstieg der CO2-Kosten. Die Rückmeldungen in der Umfrage zeigen klar, wie hoch der Druck auf die österreichischen Unternehmen ist. Von Erhöhungen bis zu 300% und mehr ist da die Rede. Betriebe beklagen, dass sie die Kostensteigerungen auch nicht mehr verkraften können. 58% der Befragten versuchen, die hohen Energiepreise an Kunden weiterzugeben. Oft gelingt dies aber auch aus unterschiedlichen Gründen, Wettbewerbsdruck, vertragliche Verpflichtungen nicht. Ein lautes standortpolitisches Alarmsignal ist die Tatsache, dass in rund 20% aller Betriebe, aber sogar in über 40% in der energieintensiven Industrie die Verlagerung von Produktionsaufträgen an Standorte in andere Staaten eine Option ist, die geprüft wird, geplant wird oder sogar bereits umgesetzt wurde. KTM, einer der wichtigsten Arbeitgeber in Oberösterreich, hat Anfang dieses Jahres bereits 300 Stellen abgebaut und wird weitere 100 Stellen dieses Jahr noch streichen. Das Unternehmen kooperiert mit Indien und China und verlagert seine Abteilungen in der Forschung dorthin. Ja, genau dorthin, wo jeden Tag zwei neue Kohlekraftwerke in Betrieb gehen. Grund: schwierige wirtschaftliche Rahmenbedingungen, gibt auch KTM an. Die Minister dieser Bundesregierung sind alle Musterschüler in der ersten Reihe der EU. Sie stimmen nicht nur allen zu, sondern belasten mit Überfüllungen EU-Regelungen unsere Wirtschaft. In Summe ausgedrückt kostet dies den Unternehmen 500 Millionen Euro pro Jahr zusätzlich. Sie schaden mit ihrem toxischen Verhalten der wirtschaftlichen Entwicklung, senken damit das Bruttoinlandsprodukt, die Beschäftigung und den Konsum.
Würden Sie Ihr musterhaftes Verhalten beenden, würde der BIP um 800 Millionen Euro höher ausfallen. Das würde auch ein Plus von 20.000 Arbeitsplätze bringen. Auch das Nettoeinkommen der Beschäftigten würde insgesamt um 250 Millionen Euro zulegen. Für 5.380 Unternehmen gibt es keine Rettung mehr. 2023 melden diese Insolvenz an. Das ist ein Plus von 13% gegenüber dem Vorjahr. Aufgrund der schwachen Wachstumsprognosen für die Eurozone und die hohe Inflation, welche noch immer weit über den Zielwert von 2% liegt, werden für 2024 weitere Firmenpleiten folgen, mit einem Plus von 9% laut der neuen Studie. Wirtschaftsinsider sprechen auch schon von einem Rekordjahr für Insolvenzen. Schon jetzt gab es im ersten Quartal 2024 laut der ersten Hochrechnung 1.691 Insolvenzen. Das entspricht 19 Firmenpleiten pro Tag. Besonders betroffen sind die Branchen Bau, Handel und Gastronomie. Apropos Gastronomie, die bekanntes Café zum Beispiel, Konditorei Hara, ein Traditionsunternehmen in Burgenland, Mattersburg, schließt nach 3 Generationen den Betrieb für immer. Grund: Energiekosten, teure Rohstoffe. Ja, ich weiß nicht, ob Sie es noch wissen, früher bezeichnete man das Wirtschaftsministerium auch als Ministerium für Handel und Wiederaufbau. Sie handeln auf keinen Fall für die österreichische Wirtschaft. Im Herbst muss die nächste Regierung, wenn es das österreichische Volk so möchte, einen raschen Wiederaufbau einleiten, um all die Schäden, welche diese jetzige Bundesregierung Schwarz-Grün und Republik Österreich angetan hat, abzuwenden und noch zu retten zu können, was zu retten ist. Wir lehnen diese Schuldenpolitik strikt ab. Anstatt richtige, wirkende Maßnahmen zu setzen, wird der Topf für den Energiekostenzuschuss von ursprünglich 1,3 Milliarden auf bis zu 8 Milliarden erhöht und im Gießkannenprinzip an alle Unternehmen ausgeschüttet. Der österreichische Steuerzahler soll jetzt für ihre Fehlpolitik schon wieder bezahlen. Im Zuge möchte ich noch eins kurz hinfügen, weil der Herr Bundesminister Rauch ist ja nicht mehr da im Raum, aber für alle Zuhörer und Zuseher. Wenn man spricht davon, von verantwortungsloser Politik und auf der einen Seite 21 Millionen Impfdosen verimpft, 17 Millionen Impfdosen noch entsorgt und 4 Millionen Impfdosen verschenkt, das ist für mich nicht mehr verantwortungslos, das ist für mich fahrlässig mit Umgang mit österreichischen Steuergeldern.